Letztes Mal bei Dragon Ball Z! Zwei mysteriöse Krieger landeten auf der Erde. Und es dauerte nicht lange, bis Krillin an eigenem Leib erfahren musste, dass die Außerirdischen keine guten Absichten mit sich brachten. Jeder einzelne unserer tapferen Helden war kein Gegner für das brutale Monster Nappa. Wird Son Goku seine bitterblutige Rache bekommen? Findet es raus! Jetzt! Bei Dragon Ball Z! Na los, Kakarot! Zeig mir, was du kannst! Ja, Kakarot, zeig uns, was du kannst! Mein Name ist Son Goku. Du Hühnchen, Kakarot? Ja, Kakarot, Hühnchen. Mein Name ist Son Goku. Der kleine Kakarot denkt, er kann die Welt retten. Der war gut. Ja, verdammt, Nappa ist richtig witzig. Sogar witziger als ich. Ich habe meinen Bruder kaltblütig ermordet und euch beide f*** ich gleich richtig durch. Also, dann komme ich doch schon mal ein Stückchen näher, die Welt zu retten, oder? Hey, chill mal, Kumpel. Ja, ehrlich mal. Halt die Fresse, du Giftzwerg. Sonic the Hedgehog hat angerufen, er will seine Haare zurück. Hä? Und du, du verf***ter H***lung. Deinen Arsch f*** ich als erstes. Ratja! Diese verfluchte Power! Power! Guten Tag. Dieser Radiospot ist für eine ganz bestimmte Frau. Ich sehe sie oft in der Kirchstraße spazieren gehen mit ihrem Hund. Sie ist blond, groß und hat eine schlanke Taille. Der Hund ist auch groß. Und ich möchte dieser Frau sagen, ich bin schon dreimal in die Haufen von deinem Kütter reingetreten. Nimm Plastiktüten mit! Mit Radio erreichen sie immer die Richtigen. Radio geht ins Ohr, bleibt im Kopf. Und in der nächsten explosiven Folge von Dragon Ball Z...